Was für eine Woche. Und zufälligerweise habe ich gerade in dieser Woche mit einem sehr interessanten Gast einen Termin vereinbart. Robert Halmer von der Baader Bank. Ich bin froh. Ich glaube, das erste Mal, dass ich dich bei mir zu Gast habe. Schön, dass es geklappt hat. Auch mit ein bisschen kleinen technischen Schwierigkeiten mit uns beiden. Ja, Richie, ich freue mich auch das erste Mal, dass wir uns hier treffen. Ja, ich kenne uns ja schon länger, aber jetzt haben wir uns auch mal in Form eines Interviews sozusagen jetzt Genau. genommen. Hautnah voreinander. Und Thumbnail sagt ja schon eigentlich alles. Wir haben wirklich so ein Triple Bingo Week, wo man sagen kann, okay, wir haben US-Wahlkampf abgeschlossen, Trump ist Präsident, wir haben das aus der Ampelkoalition und wir haben neue Höchststände im Bitcoin. Das heißt, das wird ein relativ bunt gemischtes Video. Und das Schöne ist bei dir, Robert, ich weiß, du hast echt zu allem was zu sagen. Und deswegen legen wir doch gleich mal mit dem amerikanischen Wahlkampf los. Normalerweise immer so, ja, man weiß ja noch nicht, weil erst am 20. Januar kommt die Vereidigung. Aber diesmal war das so ein Erdrutschsieg, kann man sagen, dass man eindeutig eigentlich sagen kann, wer wird der nächste Besitzer im Weißen Haus? Wer zieht da ein? Und die Frage ist natürlich auch, was ändert sich für uns vielleicht als Börsianer? Was ändert sich für uns in Deutschland von der Wirtschaft, von der Weltwirtschaft her? Und da interessiert mich unglaublich stark deine Meinung. Ja, zuerst einmal bin ich froh, dass wir ein klares Ergebnis haben. Das heißt, also irgendwelche Betrugsfälle, Wahlfälschungen gehen an uns vorbei. Das ist schon mal sehr wichtig. Ich habe erwartet, dass Trump Präsident wird. Das war für mich relativ klar. Aber dass er so massiv gewinnt, dass vor allen Dingen auch jetzt wahrscheinlich in beiden Häusern des Parlaments gemerkt hat, Ja. ist natürlich dann noch einschneidender. Das heißt, sein Wahlprogramm ist sein Regierungsprogramm. Er kann nämlich durchregieren. Das heißt, er wird dieses Amerika wirklich in der letzten Amtszeit auf Vordermann bringen, wirtschaftlich. Vordermann jetzt in Anführungszeichen, also auch sein sicher Vordermann. Er wird alles dafür tun, dass er in die Geschichtsbücher kommt. Er wird die Wirtschaft stimulieren, er wird die Steuern senken, er wird mehr Schulden machen, er wird die Finanzmärkte deregulieren. Das wird ihm definitiv gefallen. Da machen wir uns überhaupt nichts vor. Natürlich wird er auch mehr Schulden machen. Es ist immer faszinierend zu sehen, dass Amerika ja im letzten Fiskaljahr 8% Haushaltsdefizit hatten. Die könnten der Eurozone gar nicht beitreten, ja. Und das nächste Jahr wird sicherlich nicht besser. Es wird Schulden gemacht, definitiv. Heißt auch mehr Inflationsdruck. Die Anleiherenditen sind ja schon nach oben gegangen. Ja, am langen Ende, ja. Jetzt haben wir vielleicht noch ein kleines Schmankerl natürlich, weil natürlich die Zölle, die er gegenüber Europa und vor allem gegenüber China verhängen will, haben natürlich den bitteren Nachgeschmack, dass sie die Inflation beschleunigen. Und gerade Inflation ist ja das Thema im Wahlkampf gewesen. Also vielleicht geht dann vielleicht der schlimmste Kelch bei uns vorüber. Aber dass Europa schlechte Karten hat, das wissen wir auch. Die Europäer werden darauf reagieren, auch die Aktienmärkte, die werden sagen, na ja, wenn da irgendwelche schäbigen Dinge drohen, Zölle, Handelspolitik, dann gehen wir eben noch stärker nach Amerika. Dann kann er uns nichts, dann geht der Bannstrahl seines Handelspolitikers an uns vorüber. Wir wollen einzig vergessen, was er gesagt hat. Er will ja deutsche Autokonzerne zu amerikanischen machen. Und jetzt mal ganz böse gefragt, Ritchie, warum sollte VW die drei Werke, die sie hier zumachen, nicht in Amerika wieder aufmachen? Ja, weil einfach hier natürlich die Standortbedingungen nicht gut sind. Ja. Über die Wahl reden wir noch oder über die Neuwahl in Deutschland, aber ich meine, Amerika ist da besser aufgestellt vom Standort. Darüber kann man sich ärgern. Nicht jeder wird sich darüber freuen, dass Trump so massiv gewonnen hat. Bei seiner Frau ist schwierig, aber jetzt müssen wir uns darauf einstellen. Jetzt haben wir ein Ergebnis und auch deutsche Aktienmärkte können davon profitieren, weil sie eben nach Amerika gehen und nicht im Dunstkreis Europas und Deutschlands bleiben. Ich glaube immer diese Aussage, deutsche Aktien, amerikanische Aktien. Es kommt darauf an, wo verdienen diese Aktien ihr Richtig. Geld? Viele deutsche Aktien, Automobilbauer, wir können doch gar nicht so viele Autos abnehmen, wie die Dinger gebaut werden. Natürlich brauchen wir einen Absatzmarkt in China. Schwierig. Die wollen jetzt lieber günstige E-Autos und die deutschen E-Autos sehen halt einfach nicht mehr aus wie ein Daimler. Jetzt hat Daimler ja umgesprungen oder Mercedes, Verzeihung. Man kommt wieder auf die alte Schiene und in Amerika wird viel verkauft. Und du hast es gerade gesagt, Trump hat ja auch klar die Meinung geäußert. Wenn die Firmen in den USA was produzieren, dann ist es mit den Zöllen natürlich etwas anderes. Und ich bin bei dir, wahrscheinlich wird dann der ein oder andere Autobauer, der ist schon diesen Weg gegangen. Ich weiß, Mercedes hat Werke in den USA drüben oder in Mexiko. Gut, mal gucken, ob die über die Grenze drüber kommen. Aber das ist ein Weg, den wir sicherlich gehen werden. Bin ich bei dir. Und Amerika hat ja immer noch ein Problem. Wir haben auf der Kunststoffseite, Rohstoffseite, sind die sicherlich autark, ja. Drill, baby, drill, wenn es sein muss, wird Fracking angeworfen. Ich sage dazu, Fracken bis zum Verrecken. Ja, sie haben Rohstoffe, Gas und so weiter, sind landwirtschaftlich autark. Auf der anderen Seite, Hightech-Bereich, KI, sind sie auch sehr gut. Was ihnen noch ein bisschen fehlt, ist die Industrie. Das kannst du als junger Mensch nicht mehr so wissen, aber seit Ronald Reagan wurde die Industrie ja eigentlich rausgelassen. Die sollte in Japan, vor allem in Deutschland stattfinden. Das holen sie jetzt zurück. Damit haben sie die gesamte Nahrungskette der Volkswirtschaft im eigenen Land.
das ist ein Powerhouse. Und wenn man gleichzeitig sieht, dass die Chinesen ja in ihren planwirtschaftlich-sozialistischen Dingen weiterschweben, die keine Zukunft haben. Ich habe immer gesagt, Sozialismus war, ist und bleibt immer Mist, hat Amerika auch im direkten Vergleich, wie ich finde, lange Zeit die Nase vorne. Also jetzt wird wirklich Wirtschaftspolitik gemacht. Nochmal, das schmeckt nicht jedem mit dem Trump, aber ja, ist so schön, Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles andere nichts. Ich meine, es gibt auch viele Amerikaner, die haben Trump gewählt, obwohl er Trump ist, weil er halt doch Aussagen getroffen hat, die sie halt betreffen. Und da war halt viel Inflation, du hast gesagt, Migration war für die ein Thema. Und von Harris haben wir halt häufig nur gesehen, warum Trump nicht gewählt werden soll, nicht was einfach von ihrer Seite aus kommen sollte. Und da, ja, viele Trump-Wähler finden ihn als Person nicht gut und da kann man sagen, was man will, aber das Programm hat einfach mehr angesprochen. Ja, definitiv. Und selbst wenn Sie, wenn Frau Harris die gesamte Show-Elite aufgefahren hat, ich meine, die Herrschaften, ich will Ihnen nichts, ich bin auch von einigen durchaus Fans, aber die leben natürlich in ihren schönen Gated Communities, kriegen vom Real Life natürlich nicht viel mit. Und die Demokraten machen immer den Fehler, dass sie nicht die Basis, obwohl sie eigentlich eine demokratische Basis, also das Volk an sich ja irgendwo stützen müssen, dass sie das aber mit Moralinsauer, mit viel zu viel Ethik und so weiter. Der normale Amerikaner will wissen, kriege ich morgen meine Mahlzeit bezahlt, kriege ich meine Miete bezahlt, ist mein Job sicher. Die ganz banalen Dinge, darum geht es. Ja, natürlich ist Trump schwierig. Ich sage mal, er ist verhaltensoriginell, um es sehr diplomatisch auszudrücken. Und ich möchte auch mit ihm nicht Golf spielen gehen, aber da hätte man anders agieren müssen. Also da muss man einfach die Sprache des Volkes sprechen. Das ist sehr wichtig. Ja? Ich glaube, wir zwei könnten das. Noch einmal zurück zum Thema Powerhouse. Ich habe so das Gefühl, ein Thema fehlt noch ein bisschen und da gibt es zwei sehr große Unternehmen. Wir haben einfach von der Chip-Industrie einfach, ja, mit Nvidia natürlich den Player, aber die müssen halt bisher immer noch quasi in Taiwan fertigen und wir haben ja gesehen, Ukraine und Russland, wer weiß, wie schnell auch China und Taiwan theoretisch auch mal zum Konfliktherd werden könnte. Und wir hatten lange Zeit die Idee von Intel, die auch als Auftragsfertiger aktiv werden wollten. Jetzt haben sie erst mal in Europa ihre Bau gestrichen. In den USA geht es ihnen auch nicht so gut. Also wie siehst du das Thema Chips? Weil alles, was sie jetzt zukünftig auch mal brauchen, egal in was, in welchem Toaster, in welchem Kinderspielzeug, ja, da steckt jetzt kein Nvidia Powerchip, aber Chips sind halt einfach das Triebmittel in der digitalen Welt. Definitiv. Zuerst habe ich keine Angst, dass die Chinesen Taiwan angreifen. Erstmal sind das Chinesen, sowohl in China als auch in Taiwan. Zweitens, hätten sie das nicht machen sollen, die Chinesen, im Windschatten der Invasion der Russen in der Ukraine, wäre es nicht so aufgefallen. Ja, drittens, kein vernünftiges westliches Land hat Taiwan anerkannt. Das heißt, warum soll man da was, überfallen? Und natürlich, die Taiwanesen sagen ja, wenn ihr kommt, wir machen alles kaputt. Dann könnt ihr sehen, wo eure Chips bekommt. Ja, das sind die Büros. Ja, und China wäre natürlich dann ein Paria, wenn sie das machen würden. Damit würden sie durch einen Topf mit Russland geschmissen und so weiter. Von daher glaube ich nicht, dass sie es machen. Aber Trump wird natürlich auch mit mehr Deregulierung versuchen, noch mehr Chipproduktion nach Amerika zu holen. Ja, wir sind offensichtlich in Deutschland da nicht attraktiv, obwohl wir mehr als das Dreifache ja Intel bezahlt hätten. Ja, aber das wird man auch noch stärker nach Amerika holen. Also die Deregulierung wird ein großes Thema sein und das wird auch dem gesamten Hightech-Sektor dann zugutekommen. Also auch hier hat Amerika dann durchaus die Nase vorn. Wenn wir gerade mal die Branchen anschauen, Hightech-Sektor, du hast es auch schon angesprochen, Deregulierung, da freuen sich natürlich immer auch die Banken, die sagen, juhu, Deregulierung, wir können dann mehr Sachen und vielleicht auch nicht ganz so tolle Sachen treiben, aber es ist erlaubt. Also es gibt Branchen, auch da keine Beratung, keine Empfehlung, natürlich, auch wenn wir von Branchen sprechen, heißt es jetzt nicht all-in da reingehen, aber gibt es Branchen, wo du sagst, die sind deiner Meinung nach besonders ja, gesegnet von Donald Trump in der Zukunft? Ja, die Finanzbranche, die Regulierung, wie gesagt, das kann jetzt schon stark durchsetzen, wird die Banken natürlich dann, das wird auch schon gezeigt, durchaus die Karten spielen. Definitiv Fusionen werden sicherlich vereinfacht und könnte man vorstellen, dass die Börsenaufsicht hier auch etwas klein gehalten wird, damit die nicht so groß den Mund aufmachen, weil natürlich immer klar ist, das muss man auch sehr klar erkennen. Banken sind in Friedenszeiten sowas wie die Atombomben der Welt. Ja, wer starke Banken hat, die drücken natürlich ihre Macht auch durch. Ja, und das haben die Amerikaner mal begriffen. Ich erinnere nur die zwei Sätze, als 2008 wir in Deutschland die Banken am liebsten zerschlagen hätten, ja, in Stücke atomisiert hätten, hat Obama zwar auch sicherlich gesagt, so die zahlen jetzt auch mal und die halten mal klein. Aber er ist der Erste, der so viel groß gemacht hat, weil er erkannt hat, ihre
wirtschaftliche Stärke hilft auch Amerika. Das ist wichtig. Dann die Grundstoffe. Also ich meine, sind wir ehrlich, es geht natürlich bei Trump auch so ein bisschen um die fossilen Energieträger. Man könnte auch von Jurassic Park sprechen, ja. Da werden also dann wieder die fossilen Dinosaurier ausgearbeitet, Gas und Öl. Wir reden ja nicht über, ob das umweltpolitisch super ist, aber es ist die Tatsache. Er wird die Industrie stärken. Ich bin auch der Meinung, dass die zweite und dritte Reihe, also Russell 2000, dass die natürlich, die auch schon gekommen ist in den letzten Tagen, dass sie noch viel mehr Möglichkeiten haben, weil die natürlich gepampert werden von der Trumpschen Politik. Und Hightech, die Hightech-Branche hat zwar mehrheitlich für Kamala Harris dann gespendet. Gut, die sitzen in Kalifornien, ja, die haben natürlich ihren liberalen Trend, aber Elon Musk war ein großer Wahlkämpfer, der wird auch seinen Preis jetzt verlangen. Ja, der wird auch sagen, komm, dann musst du auch was für mich tun. Wer weiß, in welcher Position er kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass der durchaus ein hohes Amt bekommt im Kabinett von Trump. Und das spricht natürlich auch für den Hightech-Sektor. Und natürlich hat aber auch die Republikaner erkannt, wir müssen was im Hightech-Sektor tun, denn wer im Hightech-Sektor auch mit KI die Nase vorn hat, ist auch in der Welt die Nummer eins, hat die Pole Position, um es mit einer Formel 1 Sprache zu sagen. Also muss man das definitiv sehen. Im Gegenteil, ich glaube, alles, was alternative Energien hat, das wird Schwierigkeiten haben. Vergessen wir es auch die Gesundheitsbranche nicht. Es drohen keine Preiskontrollen. Die hat der Herr ja gerne durchgesetzt. Das ist auch wichtig. Und wenn die Steuersenkungen dann kommen oder wenn es ein bisschen verlängert werden, wird es auch für den Konsum sicherlich nicht schlecht sein. Das wird ja auch spannend, weil Elon Musk hat ja auch schon angekündigt, dass es mit Trump zusammen ein neu gegründetes Regierungsbereich gibt, dass sich speziell um das Thema Entschlackung, um Beschleunigung, um einfach auch das Thema angehen soll, wo man halt versucht, aufgeblasene, in Anführungszeichen, Apparate schlanker zu halten. Also auch da könnte es natürlich sein, dass es nicht in die bestehenden Regierungsbereiche reingeht, sondern etwas, da kommen wir vielleicht nachher dazu, was uns in Deutschland vielleicht auch ganz gut tun würde, aber da ist das zweite Thema. Also ich bin auch gespannt, wo sich Elon Musk eingekauft hat. Also irgendwo wird er definitiv auch Interesse haben, da vielleicht weiter auf Fuß zu fassen. Er hat ja ein sehr breites Spektrum an Angaben, an Möglichkeiten, die er hat. Er hat viele Firmen, die er durchaus positiv präsentieren kann. Und von der Person her sind die beiden halt auch irgendwie relativ ähnlich. Richtig, ich meine, ich sage es an der Stelle auch, nicht, dass ich missverstanden werde. Trump wird doch Dinge tun, wo wir denken, naja, es passt jetzt nicht, müssen wir uns klar sagen. Aber ich spreche natürlich vor allem aus der Börsensicht. Aber ja. Und nochmal, es sind die letzten 4 Jahre, die er Präsident ist, im Jahr 82. Er wird sich ein Denkmal setzen wollen. Und das ist ihm wichtig, wenn er geht, dass die Wirtschaft so aufgestellt ist, dass sie untouchable ist, dass man ihr nicht sozusagen ins Knie treten kann, dass er also auch die Nase über den Chinesen vorne hat. Und daran kann man natürlich im Aktienmarkt partizipieren, definitiv. Und lass mich das auch noch sagen, selbst wenn jetzt die Inflation etwas höher wird, ich bin nach wie vor der Meinung, dass die US-Notenbank ihre schützende Hand weiterhin aufrechterhalten wird. Und das muss man an der Stelle auch immer wieder erzählen. Ich habe ja Freunde in Amerika, New York und Florida, die sagen immer, die amtliche Inflationsrate, wer daran glaubt, ja, der sollte unbedingt auch Lotto spielen, der gewinnt jede Woche. Auch. Nämlich nicht. Ja. Das ist wirklich, das ist, also da muss man schon sagen, das ist schon sehr geschönt. Also ist die höher, die Inflation. Und das wissen die Amerikaner alle, deshalb nehmen sie alle Kredite auf. Das ist, muss man immer mehr sagen. Wir nehmen Kredite auf, weil die Inflation höher ist als Zinses. Das heißt, hier wird nicht nur der Zins aufgefressen, sondern auch die Verschuldung, die Basis. Und so ist auch in der Staatsverschuldung. Von daher machen sie diese hohen Verschuldungen ja auch. Ja? Und wird auch eine US-Notenbank nicht in aller Konsequenz Inflation bekämpfen. Dann bricht Amerika auseinander. Das macht er nicht. Und die Fed, die US-Notenbank hat auch immer einen gewissen staatstragenden Auftrag. Und ihn hat sie ja immer wahrgenommen. Ich weiß, Jerome Powell guckt immer streng durch seine Nickelbrille in die Kamera. Das erinnert mich immer an meinen früheren Erdkundelehrer. Ja? Der konnte auch immer so ernst schauen. Der war aber bei näherer Betrachtung immer sehr nett. Jerome Powell ist keiner, der der amerikanischen Wirtschaft ins Knie tritt, zumal ist ja auch zu erwarten, Trump will ja die Fed ein bisschen abhängiger machen, das wird ihm nicht gelingen. Er kann dann natürlich dann die vakanten Posten, die bei der Fed sind, durch lockere, durch Trauben sozusagen ergänzen, ja, was dann auch ihm dann... Den letzten Punkt USA, den wir nicht angesprochen haben, auch wenn wir gerade von Notenbanken gesprochen haben, ist natürlich klar, der Dollar selber. Ich meine, der hat für uns Deutsche, wenn wir amerikanische Aktien kaufen, natürlich auch einen immensen Einfluss. Und gerade am Tag, als die Wahl relativ sicher war, hat man ja extrem starke Bewegung im Dollarpreis gesehen. Also ist es auch was, wo du sagst,
mal gucken, wie sie der Dollar im Vergleich zu den anderen Währungen dann wirklich auch hält. Ein weicher Dollar wäre natürlich für die Amis wahrscheinlich sogar etwas interessanter. Also, wie ja, sieht das die, wir sehen ja, dass die Anleiherenditen schon ein bisschen gestiegen sind. Das kann auch ein bisschen weitergehen. Nicht übertrieben, wie gesagt, da hält die Fed den Daumen drauf, aber höhere Zinsen sorgen natürlich dafür, dass eine Währung auch attraktiver wird, was aber noch viel wichtiger ist, längerfristig. Wenn Amerika einfach von seiner Wirtschaftsstruktur stärker wird, wird Amerika auch nach wie vor seine Schulden auch teilweise durch das Ausland decken können, weil dann gibt es Rendite. Ja, ich meine, Amerika läuft. Wenn die Wirtschaftswachstum da ist, das positiv. Und die alle, die sagen, Amerika ist überschuldet, ja, sind sie, klar. Aber sie hat immer noch die Weltleitwährung. Ja, und das wissen wir alle. Wenn irgendeiner tanken geht, also herkömmlich, Benzin oder was auch immer, ja, gibt Amerika ungefragt einen Kredit. Und die andere Seite, die BRICS-Staaten, die können ja noch so nett nebeneinander stehen, das Händchen halten und lächeln. Da jetzt mal wirklich Fasson reinzubringen, dass man sagt, das halten wir mal zusammen. Nein, das sind große Länder, Indien, China. Wie will man die hinter eine Idee bringen, zumal die Rechtsstrukturen ja höchst unterschiedlich sind? Mhm. Das sehe ich noch lange nicht. Also von daher hat Amerika auch längerfristig auch mit seiner Währung immer noch die Nase vorn, auch wenn man sagen muss, die Verschuldung ist schon atemberaubend. Und die BRICS-Staaten sind ja wirklich alle untereinander so sich gegenseitig so freund, wie man es eigentlich in so einer großen glücklichen Familie sein sollte. Auch das ist natürlich spannend. Große glückliche Familie, was für ein toller Übergang zur Ampel. Also wir haben ja schon in den letzten Wochen gemerkt, ja, da gibt es so viele hohe Sitzungen mit ganz verschiedenen Personen aus der Wirtschaft, aber die sprechen nicht mehr wirklich miteinander. Und da haben ja schon viele gesagt, ja, die Woche, da wird es aber Zeit, dass sie mal zusammenraufen, weil sonst, uiuiui, ja, uiuiui, wir drehen jetzt am Donnerstag, am gestrigen Abend wurde schon bekannt gegeben, ja, also der Herr Lindner wird quasi nicht mehr Finanzminister sein, die FDP tritt aus, unser Digital- und Straßenminister, nenne ich ihn mal, bleibt in der Regierung erstmal, tritt aber der FDP aus, also ein wildes Hin- und Her-Geschacher. Und jetzt geht es auch darum zu sagen, ab wann werden eigentlich jetzt die Wege für Neuwahlen gemacht? Wir haben gehört, Scholz möchte im Januar die Vertrauensfrage stellen. Es dauert ja noch Ewigkeit, dass wir eine Regierung haben, die zwar versucht, jetzt mit der Opposition, CDU, CSU noch so ein bisschen, ja, das ganze Boot über Wasser zu halten, aber ist es ein Ereignis, wo du sagst, das hat früher später kommen müssen, wenn man sich die letzten Wochen anschaut, oder warst du auch ein bisschen überrascht? Nein, es ist keine Überraschung, wenn Herr Lindner sein 18-Seiten-Papier veröffentlicht und durchgestochen hat. Ich frage es nicht, wer es gewesen ist, aber klar, dann ist natürlich klar, wenn man darauf nicht eingeht, dann muss natürlich die Reißleine gezogen werden. Das war wahrscheinlich auch seine Absicht. Ich sage aber dennoch, ich hätte fast Sekt getrunken, dass die Ampel Geschichte ist, weil die war wirtschaftstoxisch. Das muss man sehr klar erkennen. Und wer nichts für die Wirtschaft tut, der hat keine Berechtigung, um weiter zu regieren. Das muss man sehr klar erkennen. Wenn eine, auch kennt man im privaten Bereich, wenn eine Beziehung nicht mehr funktioniert, muss man sich halt trennen, bevor man sich dann das Porzellan an den Kopf wirft. Das ist ganz klar. Es läuft ja nichts mehr. Also ist wichtig, dass man jetzt schnell einen neuen Weg macht. Mir ist der März zu spät. Ich bin der Meinung, also März als Monat, nicht der März als Monat. Ach so, dass hier dann zu lange gewartet wird. Denn jetzt haben wir ja einen Stillstand. Und eine Union kann natürlich, weil sie ja Neuwahlen will, dann hofft die größte, stärkste Partei zu werden, jetzt nicht der SPD und Grünen aus der Patsche helfen. Also schnell das Ganze machen, die Wähler neu entscheiden lassen. Also nach heutigem Gusto einschätzen müsste man sagen, kommt es dann zu einer großen Koalition wahrscheinlich, CDU und SPD. Für eine bürgerliche Mehrheit würde es nicht reichen. Ich möchte auch solche Leute, ich kann eine linke Politik in Deutschland haben, ja, wo dann Sarah Wagenknecht auch noch mitmischt. Also das muss auch nicht sein. Also das ist wahrscheinlich das Modell. Und ich glaube, die zwei könnten noch einiges wuppen. Sie haben schon in der Vergangenheit Dinge gewuppt. Aber dann müssen auch Wirtschaftsreformen kommen. Anna Ludwig Erhard, die tun auch weh, aber die müssen auch weh tun, sonst kommen wir nicht weiter. Denn ich finde es noch interessant, Richie, dass wir unser Erfolgsmodell soziale Marktwirtschaft exportiert haben, aber selbst bei uns davon nichts mehr wissen wollen. Das ist herrlich zu sehen. Das haben sie aber Erfolg gebracht. Und wenn wir da nicht zurückkommen zu den deutschen Wirtschaftstugenden, werden wir vom Wohlstand zurück runtergefahren, die Perspektive ist weg, und das sage ich auch, wir zahlen dann immer mehr an politischen Preisen. Das möchte ich nicht. Also hat jetzt eine neue Regierung die Aufgabe, das Motto, Vogel frisst oder stirbt. Und ich sage, es muss gefressen werden. Richtig gefressen werden. Sonst kriegen wir die Kurve nicht mehr hin. Das gilt auch für Europa. Und ich habe keinen Bock, dass im Grunde genommen Chinesen, Russen, Amerikaner uns vorführen wie der Ochse durch die Manege. Hier müssen wir endlich was machen. Das muss in der Politik ankommen. Und das muss man auch der Wahlbevölkerung klar machen. Letzter Satz. Das ist im Grunde genommen wie bei der
Zahnwurzelbehandlung. Ja? Ich kann sagen, ich halte die Schmerzen aus, weil ich Angst davor habe, dass der mit dem Bohrer kommt. Aber wissen alle, ohne Bohrer, ohne den Schmerz, wird längerfristig nicht aufhören. Und so ist es eben auch mit Wirtschaftsreformen. Und so einfach ist die Kiste. Sag mal, Wirtschaftsreform, wir haben auch ganz klar im Schulsystem einen riesen, ja, machen Sie mal ein Loch aufgebaut, wenn man mal guckt, wie viele Chinesen es gibt, wie die das Schulsystem, also ich würde auch nicht gern Kind sein wollen in China, muss man auch sagen, aber da ist es halt knallhart, in Anführungszeichen. Und das ist, glaube ich, auch wieder die falsche Richtung vom Pendel, aber da, die haben halt zigmal mehr Schüler, zigmal mehr Absolventen von einem wesentlich härteren Schulprogramm, die dann hoffentlich, oder was ist hoffentlich fürs Land später auch wesentlich mehr erreichen können. Noch sind wir in Europa und in Deutschland ja auch immer noch ganz gut, was Patente und Patenteinreichungen angeht. Aber ich glaube, wenn wir da nicht aufpassen, werden wir irgendwann natürlich zur Werkbank der Welt und nicht mehr zu denen, die das Ingenieurwesen haben und sich überlegen, wie das Ganze ausschauen soll. Also es klingt hart, aber ich glaube auch, ja, wir brauchen einen schmerzenden Einschnitt. Und da gibt es viele Sachen. Es gibt aber die Entbürokratisierung, es ist Wahnsinn. Ich habe ein Haus gebaut vor 10 Jahren, wenn ich jetzt ein Haus bauen wollte, ich würde wahnsinnig werden, was du da alles... Brauchst du wahrnehmen, das hältst du gar nicht mehr aus. Ja? Einfach, es ist verrückt. Du hast gute Ideen, ein gutes Konzept, aber du stößt dich einfach an den Grenzen und diese, ich meine, diejenigen, die dafür zuständig sind, die haben ja kein Interesse, das zu entschlacken, weil dann wäre ihre Arbeit ja nur noch halb so wertvoll oder man könnte sie in einer halben Zeit machen. Also irgendwo brauchen wir halt mal Anstoß zu sagen, denkt doch wieder von Ergebnis aus an und denkt nicht, wir müssen unseren Job schützen und wenn ich die Bürokratie abbaue, dann habe ich vielleicht keinen Job mehr. Ja, hoffentlich gibt es noch andere Jobs, was Produktives zu tun und nicht etwas zu verwalten, weil es einfach unnötigen Aufwand zu verwalten gibt. Das sind, glaube ich, die Dinge und Energiekosten ist auch etwas, wo man halt der Wirtschaft nicht unbedingt eine Freude damit macht. Das ist vollkommen recht. Es muss mehr gestaltet werden, nicht verwaltet. Es muss regiert, nicht moderiert werden. Und man muss auch an die schönen Besitzstände ran. Es funktioniert eben nicht. Die wollen wir längerfristig auch halten, aber die können wir nicht halten, wenn wir nicht sagen, wie finanzieren wir das Ganze. Also sprich die Planungssicherheit an. Energie zu vernünftigen Preisen. Wir wissen alle, KI lässt sich nicht aufhalten. Wir können machen, was wir wollen. Ja? Die brauchen mehr Strom, als wir uns vorstellen können. Den haben wir aber nicht, ist zu teuer, also wird hier nicht investiert. Und was du im Bau eben sagst, ich habe auch mal gebaut, das war schon aufreibend, ich brauche das nicht mehr. Ich muss heute nicht mehr machen. Ja, ich glaube, da würde ich mich drogenabhängig eher, ja. Ich habe nicht das Wort für Drogen geredet, aber würde ich Wahl nehmen müssen. Also das muss deutlich besser werden. Und genau das machen die anderen ja. Und das zu Amerika gesprochen an Amerika, das soll entschlackt werden, es soll schneller gehen. Und dann, bevor man hier was macht, sagen die Firmen auch, nee, komm mal lieber woanders hin, das ist so viel Stress. Und dann, wer einmal weg ist, ist weg. Ja, und Bildung ist ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass wir irgendwann sagen, naja, man macht Abitur mit Sackhüpfen und Eier laufen. Das bringt nichts. Und Gedichte interpretieren auf Fremdsprachen, auf dem Kopf stehend, aber wenn man zuerst mal einen Mietvertrag vor sich hat, denkt man sich, was ist das warum? Denn? Also ja. Und wieso? Ja, also da gibt es halt einige, natürlich gibt es gewisse Sachen, die darf man nicht unter Tisch fallen lassen, aber es muss einfach die Waage halten. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin Gott froh, ich wäre nicht gerne in der Politik, weil egal, was du sagst, du musst immer was sagen, was eigentlich wehtut. Du müsstest entschlacken, also würden dich die Beamten nicht mehr wählen. Du müsstest das Rentensystem anpacken, dann wählen die Rentner nicht mehr. Du musst das Schulsystem und das Studiumssystem anpacken, dann wählen die jungen Menschen nicht mehr. Also, es ist... Es gab auch schon mal Anfragen, mich in die Politik zu locken. Das mache ich nicht. Ich habe mal gesagt, ich bin Robert Halver. Ich möchte nicht Robert Halver allein sein. Ja, ich möchte auch das sagen, was ich denke. Und die Leute, die mich kennen, wissen, bei mir gibt es Klartext. Aber als Politiker muss man ja taktieren. Ja, da muss man ja im Grunde, in Börsensprache würde man sagen, Aktien können auf Steine fallen, das hängt von der Börse ab. Ja, und diese Aussagen mag ich nicht. Es muss schon klar sein, gibt es Fleisch oder gibt es Fisch? Ja, und deshalb deine Politik, da habe ich null Interesse. Ich kann alle, die zuschauen, beruhigen. Mich brauchen sie nie als zu wählen. So, und zum guten Schluss komme ich wieder zur USA zurück, weil du hast ja schon gesagt, entschlacken, gerade in der SEC, in der Regulierungsbehörde, da kann sich einiges tun. Da ist der Donald Trump ja auch nicht wirklich ein Freund. Ich würde nur ganz kurz ein Video einblenden, das gerade auf TikTok, vor allem aber, Entschuldigung, auf X, ich bin immer noch jemand, der Twitter dazu sagt, ziemlich live weit ausgespielt wird. Guckt mal hier drauf. Also man sieht schon die Erwartung, was die Krypto-Szene hat, dass Gary Gensler relativ schnell von Herrn Trump an die frische Luft gesetzt wird. Und das hat man auch ganz klar gemerkt, als es dann hieß, ne, Trump ist relativ sicher, er hat 2 Swing States, gestern Morgen 7:30, hat jetzt einen 3. Swing State und dann war eigentlich nichts mehr zu halten. Davor ging schon zur Sache. Einmal Bitcoin natürlich stark gestiegen, weil Trump an sich ja
im Wahlkampf zumindest sehr Bitcoin-freundliche Aussagen getroffen hat. Ob das je wieder umgesetzt wird, ich meine, das ist jetzt nicht das Thema Inflation, es ist auch nicht das Thema Wirtschaftswachstum zwangsläufig, sondern das Thema Zuwanderung, aber es kann damit zu tun haben. Wenn man sagt, man nimmt Bitcoin als Stabilisierungswährung mit auf, oder er hat auch ganz klar gesagt, er möchte, dass Bitcoin, das ist übertrieben, jeder Bitcoin, der zukünftig gemeint wird, in den USA gemeint werden soll. Er zeigt aber da einen neuen Industriezweig, der schon in den USA heimisch ist, einfach auf. Ich lasse euch weiter bestehen, ich greife euch nicht an. Und auch so Sachen wie Transaktionen, ich schicke dir ein paar Bitcoins, die sollen in den USA weiterhin anonym bleiben und eben nicht wie in Europa plötzlich unter irgendwelchen Travel Rules ab einer gewissen Betragsgrenze sofort wieder festgehalten werden müssen. Also man sieht schon, Bitcoin hat eine große Hoffnung. Bitcoin hat aber wenig Probleme mit Gary Gensler gehabt. Da haben ganz andere Unternehmen Probleme. XRP und Ripple natürlich ein großes Beispiel. Aber auch alle Unternehmen, muss ich ja ganz klar sagen, viele dieser Tokens, die man da so sieht, sind einfach Projekte, die eine gute Idee haben, manchmal auch keine gute, die braucht kein Mensch, aber die anstatt über die Börse sich Kapital zu beschaffen, über ein Token das Ganze machen. Aber ich als Inhaber von so einem Ding bin kein Eigentümer, habe gar ein Recht, ich habe ein Abstimmungsrecht und da haut mich nicht. Muss ich in manchen Stellen Gary Gensler recht geben, dass sich manche dieser Produkte, dieser Token eigentlich wie eine Aktie verhalten. Aber auch hier sieht die Community ganz klar den Fall, dass Gary Gensler wahrscheinlich als einer der Ersten gehen wird und mit jemandem vielleicht besetzt wird, der das Ganze ein bisschen moderater bewertet. Und darum ist Krypto momentan in Feierlaune plus Zinssenkung, die wir halt haben. Schauen wir mal, wie weit es geht. Aber auch das, den letzten Allzeithoch haben wir heute Morgen gehabt und wir kratzen gerade dran im Bitcoin und der Rest wird wahrscheinlich auch weiterhin positiv sich bewegen. Wie siehst du das ganze Thema Krypto? Ist es für dich eine Industrie, die auch interessant und wichtig ist, die auch auf KI zusammengenommen wird? Man kann Krypto nicht mehr verhindern. Das liegt ja schon allein daran, dass diejenigen, die früher ja dagegen gewettert haben, die quasi hasserfüllt mit Schaum vom Mund Krypto und alle anderen Währungen dann verdammt haben, das läutert sich ja. Das läutert sich ja. Ich denke an einen großen Chef einer großen amerikanischen Bank, ja, der wahrscheinlich der bis vor 2 Jahren ja über die Straßen gelaufen hat und von Krypto gewahrt hat. Der verkauft mittlerweile Produkte. Ja. Der Markt hat immer recht. So heißt das, ist das amerikanische, die amerikanische Bibel noch so sein. Der Markt hat immer recht. Also geht das definitiv weiter. Und die Amerikaner jetzt auch mit Trump haben gesagt: Okay, wenn wir Krypto nicht verhindern können, dann machen wir es zur Speerspitze. Dann sorgen wir dafür, dass diese Entwicklung auch bei uns eigentlich dann möglichst zu Hause ist. Ja, dass wir auch dahin deregulieren. Wie gesagt, da wird auch vielleicht etwas übertrieben, aber die Welle ist nicht mehr aufzuhalten. Und da möchte ja auch die Jugend mitgewinnen. Die wissen, das kenne ich immer beim Vorträgen, wenn ich frage, wer ist in Krypto investiert, wer zeigt auf, das vor allem die jungen Leute, dann gewinnt er natürlich auch. Aber was wichtig ist, Amerika möchte die Speerspitze sein, möchte hier das Maß aller Dinge sein, was wirtschaftlich gilt, gilt auch für den Kryptosektor, dass sich da die Flurbereinigung noch stärker sicherlich Platz greifen wird, ist klar im Kryptobereich, aber das ist jetzt nicht mehr aufzuhalten und von daher muss man auch von der Anlageempfehlung sagen, ja, an Krypto führt kein Weg vorbei. Da ist man auch in seiner Portfoliostruktur durchaus etwas investiert. Das mache ich auch. Das macht mir auch immer Spaß, das sage ich ganz ehrlich. Ja. Und also von daher ist es nicht für mich jetzt kein Investment, das ist der Aktienmarkt generell. Aber ja, ich bin mit dabei. Ich habe immer gesagt, man muss ein Picasso an der Wand hängen haben, um Picasso-Kenner zu sein. Aber wenn man über Krypto reden will, muss man durchaus an Krypto investieren. Put your money where your mouth is. Und das war auch der Grund, warum ich 2017 eingestiegen bin, weil ich damals schon gewusst habe, wir werden bald als Börse was mit Krypto, mit Bison-App machen. Und deswegen habe ich mich dann recht früh zum Glück damit befasst. Aber ich glaube, so wie du es gerade auch gesagt hast, sehr, sehr viele von der Hochfinanzszene merken halt schon, es gibt halt zwei Risiken beim Kryptomarkt. Ich vor allem auch Krypto und Bitcoin bitte trennen. Für mich ist da ein Riesenunterschied. Bitcoin ist Bitcoin und der Rest ist der Rest. Und dann ein großes Risiko bei Bitcoin ist, entweder jetzt zu investieren oder nicht zu investieren. Das kann man bei jeder Aktie irgendwie anwenden, aber Bitcoin trifft es ganz besonders zu. Und wir werden einfach in 10 Jahren, 15 Jahren wirklich sehen, welcher Fehler viel, viel schlimmer war. Und da muss man einfach das Abschätzen von Risiken und Chancen. Meine persönliche Meinung ist, das Risiko, dass man nicht investiert und man nachher einfach viel verpasst hat, ist wesentlich höher als die andere Seite. Aber die Erfahrung wird uns zeigen in ein paar Jahren, ob man damit recht hätte, ob man einfach einen breit gestreuten MSCI World ETF kaufen hätte sollen und damit vielleicht sogar besser gefahren wäre. Man kann es regelmäßig machen. Ich glaube, auch Europa wird sich auf dem Krypto
der Anlagewelt nicht mehr widersetzen. Es wird auch hier demnächst auch die entsprechenden Anlagevehikel geben. Da kann man auch jeden Monat eine überschaubare Summe investieren mit kleinem Geld, um sich da nicht aufzuregen. Aber wie gesagt, das Thema ist da. Es gibt viele, die sagen, dass der intrinsische Wert ist im Grunde genommen so groß wie Brennholz. Ja, aber es bringt ja nichts. Denn nochmal, der Markt hat immer recht. Ich bringe mal dieses Beispiel. Wenn jetzt vor Weihnachten folgendes Geschenk auf einmal auf den Markt kommt: Ziegenkot in Harz gegossen als Briefbeschwerer. Wenn der Markt das haben will, hat der Markt recht. Ich möchte bitte nicht falsch verstehen, denn damit die Kryptowährung nicht gleichsetzen. Aber was ich damit sagen will, wenn der Markt das Produkt haben will, will er es haben. Das hat mittlerweile eine Eigendynamik bekommen, die nicht mehr aufzuhalten ist. Also quasi für all diejenigen, die sagen, Bitcoin ist ein Schneeballsystem. Nein, weil dann wäre auch jede Aktie theoretisch ein Schneeball. Wir sehen, die weit über dem Marktpreis, dem Buchpreis gelistet ist, weil auch da musst du halt darauf hoffen, dass jemand anders dir zum höheren Preis abkauft. Bei einer Aktie weiß man schon eher, was drunter steckt. Ich nehme es zurück, ich sehe schon ein verwundertes Gesicht dazu. Aber man muss halt sagen, auch da ist einfach als Aktieninvestor immer die Hoffnung da, dass ich später aufgrund einer gewissen Situation jemanden finde, der mir mehr für meine Aktie zahlt. Und auch das könnte man ganz böse als Schneeballsystem sehen, also meine persönliche Meinung. Das könnte man auch für den gesamten Zinsbereich sehen, ja. Also wenn man überlegt, was an Zinspapieren weltweit existiert, dann muss ich vor Augen führen, dass, das habe ich gelesen, die gesamte Verschuldung der Welt, also alles, ja, weit über 300 Billionen ausmacht, ja. Wenn das kein Schneeballsystem ist, dann weiß ich es nicht, ja. Und trotzdem werden die Papiere immer noch wunderbar gekauft, ja. Also von daher sollten diejenigen, die kennst du auch, die also in ihren Geldmarkt, Festgeldbergen festsitzen, ja, wie Reinhold Messmer auf der Spitze da oben, ja, die sollten dann sich nicht über andere Dinge da beschweren. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass man jetzt Kryptowährungen jetzt 100% hat, das macht man auch bei Gold nicht, aber man ist durchaus mit dabei und das ist für mich immer sehr interessant, eben, ich habe es eben gesagt, dass man regelmäßig da anspart, dann ist man mit dabei, aber ärgert sich nicht, wenn es auch mal in die andere Richtung geht. Das lasse ich einfach als Schlussstatement genauso stehen. Da kann ich nichts hinzufügen. Robert, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich befürchte, wir sehen dich hier häufiger und wieder. Aber mich fand es ein tolles Gespräch. Es sind tolle Themen. Und das Schöne ist aber dir, ich weiß, egal welches Thema, ich kann sagen, hey Robert, hast du übernächste Woche Zeit? Das ist gerade so ein aktuelles Thema. Und ich weiß, du hast zu dem Thema meistens was Interessantes zu sagen. Also einfach mal Kommentare auch von euch da draußen. Soll man Robert öfter hier haben? Ich bin ganz dafür. Ja, ich hoffe, es stimmt auch dafür. Und dementsprechend von meiner Seite aus Grüße und bis zum nächsten Mal. Gerne, alles Gute und wie sagt man bei unserer Heimat, Glück auf, ja. Ciao, ciao. Ja, alles klar, danke dir.